Grüß euch, freut mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich bin die Christina und seit kurzem jetzt Selbstversorger. Also ich habe meine Pferde jetzt direkt neben dem Haus bei einem Bauern eingestellt und da habe ich jetzt meinen eigenen Stall und natürlich hat sich mein Tagesablauf dadurch jetzt etwas geändert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schnappe mir heute die Kamera, nehme euch einmal einen ganzen Tag mit und zeige euch, wie mein neuer Tagesablauf jetzt ausschaut. Weil es ist ja nicht nur so, dass sich durch das Selbstversorgertum mein Tagesablauf komplett geändert hat, sondern wir sind derzeit auch noch in der Quarantäne. Das heißt, ich habe Homeoffice, was im Bereich Sattelverkauf und Sattelservice so ausschaut, dass ich einfach zu Hause bin. Wir haben so momentan eine Aktion laufen, zu der ich später noch ein wenig was sage. Aber ich habe momentan sehr, sehr viel Zeit. Und umso besser bietet es sich an, heute euch mal den ganzen Tag mitzunehmen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Das allererste am Tag ist natürlich immer, die Pferde auf die Weide zu bringen. Schönen guten Morgen! Da schaut die Sonne schon raus. Habt ihr es gehört? Da wird schon entgegengebrummelt. Hallo Sunny und hallo Ruby. Gehen wir auf die Weide. Der Hälfte geschnappt. Dann gehen wir los, oder? Ja, danke. Das Tolle ist, dass es einfach überhaupt kein Problem ist, mit den zwei alleine zu gehen. Die sind super, super brav. Und die gehen jetzt fressen. Wahrscheinlich stecke ich heute die Koppel noch ein bisschen weiter, dass sie wieder was zum Küfeln haben. Aber wir machen das jetzt immer so, dass sie immer ein bisschen was weiterkriegen, damit sie auch im Frühling jetzt nicht zu viel Farmen erwischen. Und mittlerweile haben sie das Anweiden auch voll super überstanden. Also da hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Und ja, sie sind einfach sehr, sehr zufrieden. Jetzt wird noch Heu nachgefüllt, dass die auch immer was haben. Und auch frisches Wasser. Ja, so schauen zufrieden die Pferde aus. Dann lass die Sunny auch mitfressen. Es hat sich mittlerweile gewandelt, vorher war die Sunny die Chefin. Jetzt ist es die Ruby. Mal schauen, wie es bleibt. So, und jetzt kommt das Ausmisten dran. Weil natürlich wollen die Pferde auch wieder einen schönen Stall haben. Alles abgemistet. Jetzt kommt frisches Stroh drauf. Das frische Stroh ist jetzt überall drauf. Und jetzt mache ich noch etwas, was ich mir nie gedacht hätte, dass ich das einmal in meinem eigenen Stall machen werde. Es ist auch ziemlich umsonst, weil die Pferde sowieso das innerhalb von 10 Minuten wieder hinfällig gemacht haben. Aber ja, im eigenen Stall wird vielleicht doch ein wenig penibel. Jetzt wird noch zusammengekehrt. So, und so gefällt mir das ganze Schaum einiges besser. Ich habe es übrigens jetzt immer so gemacht, dass im hinteren Bereich die Liegefläche ist. Und da ist der Heuballen da weggefressen. Und da ist Wasser. Und es funktioniert eigentlich tatsächlich recht gut, dass sie den Stroh dann nicht mit auf den Paddock nehmen und ja, dass ich halt dann auch weniger Arbeit zum Ausmisten habe. Aber ich denke mal, die Liegefläche ist für zwei Pferde auch groß genug. Der ein oder andere wird sich schon gedacht haben, aber der Stall, wo ich hier drinnen bin, das war früher ein Kuhstall. Also da waren unter anderem Milchkäherinnen, es waren Kalbinnen herinnen. Und ja, dadurch, dass er Laufstall war, hat es sich relativ leicht auf Offenstall für die Pferde umbauen lassen. Aber man merkt halt natürlich auch noch an die Fressgitter zum Beispiel, dass da ursprünglich einmal Kühe herinnen waren. Und man kann die Fressgitter Gott sei Dank recht leicht entfernen. Und somit kann man dann halbwegs toll hinstellen. Und sie können da fressen. Genauso ist zum Beispiel diese Tränke da. Eigentlich eine Kuhtränke und bei den Pferden nicht ganz üblich, aber ich bin mega begeistert von der, weil erstens ist da ein wenig Abstand, das heißt, sie können nicht so leicht reinkacken und zweitens hat man halt eine riesengroße Wasseroberfläche und das merkt man einfach, dass es dem Pferd voll taugt, weil sie können richtig tiefe Wasserzüge nehmen, richtig, ja, richtig viel Wasser auf einmal nehmen und das finde ich eindeutig um einiges besser als wie so manchen Selbsttränke, wo man die Nase hineintunken kann. Und die was oft nicht ganz so schnell nachrinnen wie es sollten. Und jetzt bin ich mit der Stallarbeit fertig.
Und jetzt kriege ich sozusagen mein Frühstück, weil zuerst kommen immer die Pferde und dann komme ich. So, ich bin jetzt bei mir im Büro angekommen und werde jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Das gehört auch dazu, bevor es dann am Nachmittag wieder zu den Pferden geht. Und jetzt werde ich noch mal ganz kurz erklären, was wir momentan für eine Aktion laufen haben, weil vielleicht will ja der ein oder andere uns ja unterstützen in dieser besonderen Zeit. Und jetzt erfahrt wie und was euch Tolles holen könnt. So, dazu habe ich mich jetzt auf meinen gemütlichen Sessel gesetzt, weil jetzt wird ganz kurz ein bisschen gequatscht. Und zwar haben wir jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder arbeiten dürfen, eine Aktion laufen. Und so grob sind es einfach minus 20% auf alles, was wir jetzt momentan im Shop haben. Und für alle, die was für sowieso in nächster Zeit einen Sattelservice oder einen Sattelkauf geplant haben, könnt ihr euch jetzt Gutscheine holen, die natürlich dann mit minus 20% deutlich vergünstigt sind. Und somit kauft ihr es einfach mehr wert, als was schlussendlich dann bezahlt. Natürlich gibt es auch auf andere Produkte minus 20%, und zwar unter anderem auf unserem frisch herausgebrachten Lederbalsam, auf dem wir sehr, sehr stolz sind, weil er einfach irrsinnig gut funktioniert und sehr sparsam ist, sehr gut riecht und natürlich auch das Ergebnis wunderbar passt. Den könnt ihr euch holen. Des Weiteren gibt es auch mein Buch, Ein Appaloosa macht das Leben bunter, jetzt um 20% vergünstigt. Das habe ich Ende 2018 herausgebracht und erzählt so ein bisschen der Ruby und meine Geschichte. Und tatsächlich kommt auch die Sandy schon drin vor. Ja, weil ein bisschen Sandy und mir gibt es ja auch eine Vorgeschichte. Und als letztes gibt es dann noch meinen Hörkurs, das 1x1 für Sattelbesitzer, um 20% reduziert. Und ich denke nochmal, für alle, die einen Sattel haben, was ja so ziemlich alle Reiter sind, ist es einfach eine gute Ergänzung zum Wissen. Darin fange ich an von Sattelpflege bis hin über Sattelverkauf, wie oft man kontrollieren lassen soll, was ein Pferd alles anzeigen kann, wenn der Sattel nicht mehr passt. Also es ist wirklich so ein komplettes Rundum-Paket, eine Rundum-Information und der geht circa eine Stunde. Und wie gesagt, ist jetzt auch um 20% reduziert. Wenn da jetzt irgendwas für euch dabei ist, was sagt, alles würde mich interessieren. Wie gesagt, momentan helft es uns einfach damit. Wir dürfen wahrscheinlich erst wieder Anfang Mai arbeiten. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit zum Überbrücken. Und mit solchen Sachen hoffen wir, dass wir für euch einen ganz tollen Mehrwert schaffen. Und uns hilft es natürlich jetzt momentan. Zwischendurch schaue ich natürlich einmal an meine Kaninchen vorbei. Hallo Cookie! Die sind jetzt seit kurzem in einem Freigehege. Da oben sitzt nur die Lima. Da. Ich werde jetzt irgendwann in den Auber kommen. Und die genießen das natürlich so richtig. Da jetzt im Freigehege. Ja, hallo! Und ich habe so eine Freude, dass die einfach so glücklich da draußen sind. Aber ich möchte, dass da noch ein bisschen mehr Kaninchen reinkommen. Also ich denke mal so 6 Stück insgesamt wären ganz cool. Die letzten Tage war es jetzt immer voll, voll schön. Gestern auf der Nacht hat es dann echt total viel geregnet. Und es voll abgekühlt. Es ist ein bisschen ungemütlich draußen. Aber es wird ja wieder schön. Und jetzt schnappen wir die zwei. Und jetzt gehen wir eine Runde spazieren. So, ich bin jetzt mit den beiden Mädels spazieren. Da ist die Ruby, da ist die Sunny und ich habe da so eine Standardstrecke durch den Wald, die was wir jetzt übergehen. Da sind wir so gut wie immer komplett alleine, das heißt wir begegnen einem den anderen und das funktioniert mega gut mit die zwei. Also wenn ich mir da denke, wer weiß vielleicht, weil den Satz nur bereuen, wenn ich selbst Hundebesitzer bin, aber gut, wenn ich mir denke, dass ich mit fast 1000 Kilo da durch den Wald gehe und das so super funktioniert und dann kommen unsere Hunde entgegen mit 20 Kilo und der schleift die Besitzer da durch die Gegend. Ruby, geh bitte.
Ja, ein bisschen erfüllt einen das mit Stolz. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es mir geht, wenn ich selber Hundebesitzer bin. Aber mit den beiden klappt es auf jeden Fall mega, mega gut. Und wir haben da so richtig schöne Waldwege. Und ja, also was ich bis jetzt gesehen habe vom Gelände da, da konnten sie echt, echt schöne Runden ausgehen. Und jetzt kehren wir zu unserem Geländehindernis, was ich entdeckt habe. Liegt der da nicht so richtig, richtig schön da. Aber man könnte ihn auch umgehen. Ja, ich hab's nur gescheit draufgebracht. Meine Mädels gingen einfach drüber. Keine Eventpferde, würde ich sagen. Das ist dann einfach mega aus. So richtig mit Heidelbeeren der Boden bedeckt. Wir kommen wieder zum Stamm zurück. Ich halte das nochmal fest. So brav. Übrigens habe ich euch vor, euch demnächst ein Video über die Sanne zum Drehen und euch da alle ihre Fragen zu beantworten. Also angefangen von Alter, Größe, meine Pläne mit ihr und so. Und deswegen schreibt mir doch eure Frage gerne in die Kommentare. Dann kann ich sie nämlich im nächsten Video einbauen. Und ja, mir gingen nur ein Stückchen. Es ist für die Sanne jetzt einfach der optimale Aufbauplan, weil sie ja komplett gestanden ist, wie es zu mir gekommen ist. Und ja, jetzt jeden Tag ein bisschen spazieren gehen. Aha, aha. Hilft es ihr ganz gut, dass sie wieder ein bisschen Kondi kriegt, ein bisschen Kraft. Genau, und das ist ja jetzt einmal das Ziel. So, zurück vom Spaziergang. Ich werde jetzt die Koppel ein bisschen weiter stecken, dass sie wieder frisches Gras haben. Dabei habe ich den Stall da, weil da kann ich es nicht brauchen. Und nachher dürfen sie wieder aufheben. Und da freut sich jetzt definitiv wer über frisches Gras. Da sind sie wieder total happy, die zwei. So, beim Koppel weiter stecken ist jetzt schon ein bisschen frisch geworden. Wie gesagt, das hat jetzt irrsinnig abgekühlt. Und wie kann man sie besser aufwärmen, als mit dem Kater am Schoß, oder? Vielleicht der warme Kakao, der war jetzt optimal. Jasper, holst man du, ha? Huh? Ich kann ihn das Essen bringen, aber umgekehrt. So und ab. Mein süßer Kater. So, der Tag neigt sich dem Ende zu und ich hole die Pferde jetzt dann gleich von der Koppel. Jetzt habe ich das Abendessen schon vorbereitet und das kriegen sie jetzt dann gleich. So, da wird jetzt genüsslich verspeist. Die Sanne da drin raus. Die Sanne da draußen, die Robi da herinnen und die stehen wieder dazwischen hin. Da kann nämlich jeder einfach gemütlich zusammenfressen. So, ihr Lieben, das war's jetzt von meinem Video. Die Pferde sind jetzt im Stall herinnen und ja, ich werde mich dann wieder um ins Haus verschissen, weil es ist nämlich wirklich frisch draußen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja. Wenn ihr wieder mal sowas sehen wollt, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, ich verlinke euch dann noch ein weiteres Video und wir sehen uns bald wieder. Ciao!